So, wir hatten vereinbart, dass eben die Aufnehmer erstmal bestellen können, dass wir eben schneller vorankommen, weil die anderen, die haben ja theoretisch noch ein bisschen Zeit. So, und dann können wir nämlich schon mal loslegen. Fahre ich gerade mal runter und dann muss ich den Jürgen mal anrufen. Dass wir hier mal noch Hallo, Jürgen. Ja. Ach, es ging ja flott. Du kannst du mir noch zwei Grundbucheinträge machen, bitte? Ja. Die 89 und die 88 wieder. 89 und 88. Ja. Du bist ja beim Stadtrat, ne? Ja. Hatte vorher abgemacht mit dem Stromberger, wo der Bürgermeister war. Da hat der Bauhof, weil ich ja beim Grundbuchamt arbeite, bisschen davon was abbekommt. Dass die Stadt 60% bekommt und 40% der Bauhof Von was? von Felderkauf und so. Von den Preisen? Ja, genau. Also von den Einkommen da. Hast du das schon gemacht? Nee, noch nicht. Ah, habe ich gerade wieder gemerkt. Du meinst von der Steuer kriegst du so viel? Genau, davon kriege ich ja 45% und die Stadt 60 halt. 40 ich, Stadt 60. Sorry. Okay, Moment, ich muss mal gerade was gucken. Haben wir überhaupt jemanden in der Stadt? Ja. Okay. Ja, weiß ich nicht, ob das so ausgemacht ist. Normal müsste man da jetzt neu verhandeln. Weil so hatten der Fabi und ich das damals geklärt. Auch jetzt. Weil so hatten der Fabi und ich das damals geklärt. Und wir hatten auch geklärt, dass Bauern mit Biofertifizierung 45% auf Kühe etc. pp. Bekommen, weißt du? Also auf Tiere Genau. generell. Auch Ställe. Genau, ja. Also wenn die Bauern biozertifiziert sind, dann ja. Kriegen Sie das dann aber auf den Kaufpreis oder auf die Steuer erlassen? Auf dem Kaufpreis. Ja, dann. Okay. Da hast du natürlich. 89, 88. Ja. Da ist ja natürlich ein Brett bei mir im Stein, gell? Weil wenn ihr solche Abmachungen getroffen habt, dann profitiere ich ja davon auch. Weil du musst bei mir auf dem Hof mal wieder so einen Schafstall hinstellen. Ja, weil der, ich hatte mit dem Landhandel, der hat da extra für 5.000 € oder so einen Gutschein gekauft. Warte mal kurz. Ach, macht schon. Der hatte da extra einen Bio-Schein gekauft. Der Lukas Müller war das, ne? Keine Ahnung. Der hat nämlich da extra einen Bio-Schein gekauft. Das hat Mischfutter etc. pp. Bio zertifiziert ist, weißt du? Da ich ja nur bei dem Mischfutter kaufe, habe ich da easy schnell einen Bio-Schein drauf bekommen. Okay. Gut, also was kriegst du, was musst du denn jetzt noch wohin? Moment. Schau mal kurz auf der Liste. Schauen, wo haben wir die denn?
Bist du noch da? Ja, ich bin noch da, ja klar. Weißt du, wo wir die Liste hatten? Die hat es drum geschickt. Ja. Wahrscheinlich ziemlich weit oben. Ich glaube, die war nicht angepinnt. Auch sein. Ja, können wir auch so kurz ausrechnen, das ist ja nicht so ein Thema. Hab sie. 89 und 88. Mhm. Was ist der Gesamtpreis? Barone? Ja, ich bin noch da. Kannst du mir kurz den Preis von den Feldern nennen? Achso. 72,5 und 61,1. 66,1. 72 kostet das eine und das andere kostet 66,1. Okay, richtig eins. Dann 13.100. Ja. Bezahlt die einfach an mich und das und du andere verkuddelst das. Genau, nee, ich schicke Bomberger. Ja, was muss ich jetzt insgesamt bezahlen? 13.1. Genau, 13.100. Und du schickst dann den Betrag davon an, genau, die Stadt. Okay, dann mache ich das. Okay, 13. 5. Gut. 5 oder 1? Ja, 14,5 für das andere noch. Dann. Lol, du Abzocker, du. Also 5 für das eine, also für. Ich dachte, das wäre der Preis für beide gewesen. 88 und 14,5 für das Feld 89. Steuern halt. Steuern sind ja viel. Passt. Dank. Okay. Danke dir. Oh, bitte. Noch einen schönen Tag. Halt. Ja. Auch noch einen Auftrag von dir. Oder ein Angebot. Für einen Schafstall. Muss ich nur mal kurz gucken. Okay, gibt's ja nur einen. Hey. Ah. Eine kleine Schafweide. Mit Aufbau, was der kostet. Kleine Schafweide mit. Ja, ist netto 65 oder so. 60. Gesamt 68.700. Mit Steuer. 78.000. 78 mit Steuer. Ja. Okay, wann kannst du die aufbauen? Ende dieser Woche. Okay. Weil ich muss noch viele Geräte holen. Ja. Okay, gut. Dann erinnere ich dich später dran. Jo. Gut, bis dann. Gut, tschüss. Ciao. Das war nicht so gut. Okay, das ganze Tiefenlockern, das wird eine ganze Weile dauern. Aber es wird sich dann am Ende wieder auszahlen, dass wir da eben gute Felder haben. So, eigentlich, oder mein Gedanke ist. Ring, ring, ring.
Ring, ring, ring. Hallo? Hallo. Ah, Hans. Was ist los? Ich hätte eine Frage wegen dem Gemeinderat. Ja. Welches Fahrzeug wurde jetzt eigentlich ausgewählt? Weiß ich noch nicht. Okay. Müssten wir mal. Auf was setzt ein Bock? Ja, der Rotreihe sieht auch schon gut aus. Muss ich schon sagen. Also, Fakt ist eigentlich, dass uns ein Fahrzeug zur Verfügung steht. Als Dienstfahrzeug. Wir kriegen alle eins, hab ich gedacht. Genau, jeder kriegt ein Dienstfahrzeug vom Gemeinderat. Okay. Ich würde auch sagen, dass sich da jeder eins aussuchen kann. Okay. Wir sollten uns nur eventuell auf eine Lackierung einigen. Ja, das ist die Frage, ne? Seriöses Schwarz oder so. Ja, so ein Schwarz. Vor allem seriös, gell? Es ist, ja. Ja, oder weiß, keine Ahnung. Also irgendwas Einheitliches halt, dass man auch klar als. Vielleicht gelb oder so? Gelb könnte man auch machen. Ich glaube, gelb sieht noch besser aus. Ja. Okay. Gibst du dann dem Marlon Bescheid, dem Herrn Neumann? Ja. Dass der sich auch eins aussuchen kann. Und für mich bestellst du bitte ein Audi Q7, A7. Wird ja eh von der Stadt bezahlt, habe ich gehört. Jo, eben. Deshalb kann ich mir da auch ein Audi gönnen. Ja. Jo. Ach, da ist der drunter, den habe ich gesehen. Genau. Also ein Q7 mit in Gelb. Ein A7, sorry. Q7 wäre auch nice. So. Gut, danke. Auf mir auf den, das sieht aus. Denkst du dran, dass wir dann die Schlüssel brauchen? Ja. Gut. Also, schickst du am besten per Post. Jo, mach ich. Danke, tschüss. Tschö. Ich glaube, ich werde heute eine ganze Weile damit beschäftigt sein, hier zu tiefenlockern. Ich brauche nur ein Silo. Ja, wobei Silo brauchen wir im Moment nicht. Also ich werde gucken, dass ich die Ernten. Das heißt, die. Ich werde hier Sonnenblumen oder so einkaufen. Warte mal, ich rufe mal. Ich mach gerade nochmal den. Gleich nochmal den Jürgen, dass der mich anruft. Die Breite von dem Arbeitsgerät ist viel zu gering. Also, ups, das. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall Seasons drauf. Das heißt, wir können nicht mehr einfach nur so Zeug anpflanzen, sondern wir müssen auch gucken, wann können wir was anpflanzen. Wie ist das Wetter? Wie sind die Temperaturen? Und danach richtet sich dann, was wir anpflanzen können und wann wir es anpflanzen können. Seasons ist auf 6 Tage eingestellt. 6 Ingame-Tage. Pro Saison. Das heißt, es dauert schon ein bisschen. Bei uns ist es ja so, dass ungefähr eine Woche ungefähr ein Ingame-Tag ist. Ich bräuchte nicht unbedingt Hilfe hier.
Hallo? 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 Ich wollte. Hallo? Hallo? Ich wollte mal fragen, ob Sie Arbeit brauchen. Zurzeit fahre ich noch einen Auftrag für den Herrn Rezex. Ich denke mal, aber an sich schon, ja. Sagen Sie doch einfach, worum es geht. Mit meinen Maschinen bei Feld 5. Quatsch. Wie komme ich jetzt auf Feld 5? Meine zwei Felder tiefen lockern. Ui. Oder ja. Wenn Sie woanders einen tiefen Locker herkriegen, einfach mithelfen. Oder einen Pflug. Einen Pflug wäre auch gut. Vielleicht könnte ich mal das LÖ fragen, ob die was haben. Wie viel Wasser das abdrücken. Ja, das wäre natürlich auch schön. Vielleicht kriege ich da über den Leon ja eine gute Kondition aus. Ja, das wäre natürlich optimal. Ja. Also am liebsten schon einen Pflug, weil ich müsste hier noch ein bisschen einen Grünstreifen entfernen. Ja. Ich denke, dass ich den Auftrag noch fertig fahre, kümmere mich aber drum. Jo, vielen Dank. Bitte. Tschüss. Tschüss. Okay, das wäre ja gut, wenn der gleich ein Pflug ankommt. Dann wäre es nämlich einfacher. So.